Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr ganz leicht mit einem Kumpel eure Waffen leveln könnt oder das ganze Splitscreen machen könnt. So Leute, alles was ihr dafür tun müsst, zeige ich euch jetzt. Ihr kommt hier zum Packer Punch, geht auf dieses Gelände drauf Leute und lauft ein Stück nach vorne, sodass ihr auf die Kante geschoben werdet. So, als nächstes müsst ihr euren Kumpel, der bei euch in der Party ist, rausschmeißen. Dafür geht ihr auf Sozial, auf den Namen, klickt einmal drauf und aus Party entfernen. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht euer Kumpel hier auf dieses Gelände, springt in die Luft und drückt einmal auf Pause. Weil sobald ihr ihn aus der Party geschmissen habt, kann er selber pausieren. Das heißt, er kann überall dann, wenn er pausiert, schweben. So wie hier im Video. So, jetzt könnt ihr easy auf Tarnung gehen, weil die Zombies werden sich alle unter ihnen versammeln. Weil in diesem Glitch ignorieren die euch eh komplett, Leute, wo ihr drinnen seid. Nur das Gute ist dann halt, wenn euer Kumpel das macht, versammeln die sich wirklich alle bei ihm und ihr könnt auf Headshots gehen. Wenn ihr keine Muni habt, Leute, geht ihr einfach kurz hier Muni holen, geht wieder auf dieses Gelände, lauft ein Stück nach vorne und ihr seid wieder in diesem Glitch. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Video.